Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video der Rosenberger OSI. Mein Name ist Slavko Mucic. Ich stehe hier neben meinem Kollegen, dem Martin Lukas. Martin, du bist Prozessverantwortlicher im Service. Was machst du genau? Ja, also ich bin verantwortlich für den Bereich Service bei der Rosenberger OSI, wo wir verschiedene Dienstleistungen für unsere Kunden im Rechenzentrumsumfeld anbieten. Das betrifft hauptsächlich die Planung, den Bau, aber auch den Betrieb der Infrastruktur im Rechenzentrum. Klingt spannend. Ja, es ist praktisch das gesamtheitliche Portfolio, das wir für unsere Kunden entsprechend mitbetreuen. Verstehe. Genau. Martin, ich hatte vor kurzem die Gelegenheit, mit unserem Kollegen, dem Matthias Reidans, mich bezüglich der Anforderungen des BSI an Kritis auszutauschen. Viele Unternehmen stehen ja vor der Entscheidung, ihre IT-Infrastruktur neu zu strukturieren, das heißt, Teile in die Cloud zu geben oder On-Premise oder in die Colocation reinzugehen. Genau. Wie unterstützen wir die Unternehmen an dieser Stelle? Das ist so ein ganz spannender Moment momentan, wo sich jede Firma, jedes Unternehmen gerade selber natürlich die Frage stellt, wie kann ich meine IT zukunftssicher gestalten? Was muss ich unternehmen, dass meine IT Sicherheit hat, auch natürlich die Infrastruktur planbar zukunftssicher ist? Und wir sind da sehr stark mit unseren Beratungsleistungen mit dabei, wo wir zusammen mit unseren Kunden die verschiedenen Möglichkeiten anschauen. Es gibt ja den Bereich, wie du schon sagst, es gibt natürlich die Cloud. Jeder Kunde möchte den bestmöglichsten Vorteil der Cloud nutzen. Aber, und das muss jedem auch bewusst sein, es gibt immer bestimmten Anteil von meinem Unternehmen, von meiner IT, der on-premises bleiben muss, einfach aus verschiedenen Gesichtspunkten heraus. Ja, das heißt, ihr schaut euch tatsächlich auch die Anwendungen in der IT an und entscheidet mit dem Kunden oder beratet den Kunden, was im Haus, also on-premise, bleiben soll und was dann in die Cloud gegeben wird? Genau, das ist unser Ansatz. Das heißt, wir gehen zusammen mit unserem Kunden eine Analysephase quasi über seine Struktur. Wir schauen seine Applikationen an, seine Prozesse, sein gesamtes Umfeld, wie der Business Case unserer Kunden eben aufgebaut ist. Also es ist ein ganzheitlicher Ansatz. Also so eine Site Survey, das heißt eine komplett ganzheitliche Betrachtung. Genau. Und daran wird quasi dann auch gesehen, welche Themen können in die Cloud gegeben werden und wo muss man eben darauf achten, dass die On-Premises beibehalten werden. Verstehe. Ja. Und natürlich ist dann der nächste Punkt, wo wir uns dann auch mit dem Kunden zusammen überlegen, der Anteil On-Premises. Wie gehen wir damit um? Erstellen natürlich dazu passend die Konzepte. Ist das Bestandsrechenzentrum des Kunden noch up-to-date? Muss es eventuell revitalisiert werden? Erneuert werden. Eventuell auch ein Neubau angedacht ist oder vielleicht auch ein Umzug in ein Kollokationsrechenzentrum eine Möglichkeit sein kann. All das sind verschiedene Konzepte, die man sich zusammen mit dem Kunden überlegt und dann in die Umsetzungsphase geht. Das heißt, eine Blaupause gibt es in der Form nicht. Das wird wirklich für jeden Kunden individuell betrachtet. Genau, genau. Das heißt also, unsere Blaupause in dem Sinne sind die Rahmenbedingungen, die Bestand haben, die von der BSI kommen, vom TÜV-IT, von den Normen. Okay. Und darauf setzen wir und bauen allerdings für jeden Kunden spezifisch seinen Weg um. Verstehe. Genau. Sehr spannendes Thema. Vielen Dank für deinen Einblick. Bitte. Ich hoffe, die Zuschauer konnten auch das eine oder andere mitnehmen und ich freue mich auf das nächste Video. Vielen Dank. Tschüss. Wiederschauen.